liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, jenseits allen Theaterdonners, den hier jetzt Herr Lux versucht zu verbreiten und Nebel, den er wirft, können wir uns durchaus im Klaren sein, dass wir ein Anliegen haben, über das, glaube ich, im Hause Einigkeit besteht. Das hat auch der Senator schon vorher deutlich gemacht durch seine Äußerungen als zuständiger Minister dieses Landes dafür und auch durch entsprechende Voten im Bundesrat. Von daher ist der Drops eigentlich gelutscht, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Und von daher weiß ich auch nicht, weshalb jetzt hier eine solche Aufregung verbreitet wird oder der auch die Aussagen, die klaren Aussagen von Herrn Klein-Eider haben jetzt nochmal versucht werden, ins Gegenteil zu verdrehen. Für die Koalition kann ich sagen, dass wir dieser Intention grundsätzlich folgen werden. Und das wird auch zu einem gemeinsamen konstruktiven Ergebnis führen. Dessen bin ich mir sehr sicher. Ich möchte aber auch für die CDU-Fraktion hier ganz deutlich sagen, ich begrüße es, dass es die Bundesregierung geschafft hat, das Melderechtsrahmengesetz und das Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens zu ändern. Und zwar begrüße ich das grundsätzlich aus den Erwägungen, die Berlin ebenfalls stark betroffen haben, wovon Herr Lux nicht gesprochen hat, nämlich dass Berlin überproportional betroffen war von Scheinanmeldungen und auch von dem Handel nicht nur mit Adressen, sondern sogar von dem Handel mit Scheinadressen. Denn das sind die Themen, über die wir uns Gedanken machen müssen, wenn also Strafverfolgung nicht mehr möglich ist, wenn auch scheinbar banale Dinge wie Lohnsteuerkarten nicht zugestellt werden können, weil ein Großteil der Adressen nicht stimmt, dann sind das Dinge, die uns nicht kalt lassen dürfen und mit denen wir uns auch beschäftigen müssen. Und von daher bin ich froh, dass dieses Gesetz verschiedene Änderungen vorsieht, zum Beispiel in § 19 wieder bestimmt, dass der Vermieter beim Ein- und Auszug wieder das bestätigen muss, dass er also eine Mitwirkungspflicht hat, aber auch, dass der Handel mit Scheinadressen, und das ist auch durchaus eine Initiative, die aus der Berliner Union unterstützt wurde, auch eine erhebliche Bußgeldbewährung erfahren hat. Denn das ist etwas, was ja ein Skandal ist, dass im Internet Leute anbieten, Mensch, ich habe da ein paar Adressen, wenn ihr da irgendwelche krummen Dinger drehen wollt, dann könnt ihr die bei mir kaufen. Und das ist alles dann auch offiziell in irgendwelchen Registern so drin und das kann uns nicht ruhig stimmen. Problematisch ist gegen der Paragraph. Sie eine Zwischenfrage? Gerne. Bitte, Herr Lux. Dankeschön, Frau Präsidentin. Herr Kollege Dr. Juhnke, würden Sie mir denn zustimmen, dass, wenn wir heute den Antrag der Piratenfraktion beschließen, nicht all diese Errungenschaften, die Sie gerade gepreist haben, auch in Kraft blieben und es deswegen sinnvoll wäre, auch dem Antrag einfach zuzustimmen? Das finde ich ausdrücklich nicht, denn der Antrag lässt es offen, ob die anderen Errungenschaften des Meldegesetzes als vernünftig beurteilt werden. Die ersten Formulierungen, die dort drin sind, lassen es zumindest in Zweifel stehen. Und es könnte genauso gut gemeint sein, dass man die ganze Melderechtsnovelle in Bausch und Bogen ablehnt. Das ist in der Rede vom Kollegen Dr. Weiß so nicht herausgekommen. Aber die Schriftform des Antrags, die hier letztendlich zählt, die ist für mich etwas missverständlich. Von daher ist es genau die richtige Vorgehensweise, wie sie der Kollege Klein-Eilam skizziert hat, dass wir das im Innenausschuss besprechen. Und dazu ist auch genug Zeit noch, weil der Vermittlungsausschuss so schnell nicht tagen wird, der ja angerufen ist. Und von daher glaube ich nach wie vor, dass es uns dadurch gelingen wird, zu einem gemeinsamen und konstruktiven Initiative zu diesem Thema zu kommen. Denn wie gesagt, wir sind alle einer Meinung. Der Senator hat es auch schon gesagt. Eigentlich könnten wir auch sagen, ist der Antrag überflüssig. Aber um diese politische Intention nicht fallen zu lassen, werden wir selbstverständlich gemeinsam dort etwas schaffen. Vielen Dank.